sieht er aus. Erste Rennen. Es ist an der Zeit, dieses Rennwochenende zu starten. Wir sind hier beim Training für den großen Preis von Malaysia. Ja. Malaysia ist bekanntlich sehr kurvig. Erste Regen. Gut. Kriegen wir runter. Auf dieser Strecke gibt es viele schnelle Kurven mit einer Langsamperson und schlechter Bodenhaftung. Eine positive Vorspur ist hier extrem wichtig, vor allem bei der Einfahrt in die enge Linkskurve mit T9. Achtet bei der Ausfahrt bitte oft darauf, dass die Räder nicht durchdrehen. Auf dieser Strecke
Lewis Hamilton in Topform. Es gelang ihm, die schnellste Zeit des Tages beim heutigen Training zu fahren. Der britische Fahrer... So, jetzt kommt das Qualifying. Jetzt wird's ja interessant. Round 1. Wir grüßen Sie aus Malaysia, wo wir gleich das entscheidende Qualifying zu sehen bekommen. Die Fahrer stehen buchstäblich in den Startlöchern und wir warten nur noch auf das Startsignal. Das Wetter hier in Malaysia wird den Fahrern sicher zu schaffen machen. Im Moment regnet es. Wir konnten schon sehen, wie einige Teams Mühe hatten, unter diesen schwierigen Bedingungen das Beste aus ihren Autos herauszuholen. Das wird sicher Einfluss auf das heutige Qualifying haben. Einige Fahrer sind zwar Naturtalente bei Regenrennen, aber andere freuen sich sicher nicht darauf, sich heute quasi mit Schwimmflügeln über die Strecke bewegen zu müssen. Nein, wollen wir nicht. Aber das muss, das muss. In dieser Session musst du nicht bis ans Limit gehen. Unser Tempo sollte locker reichen, um die Quali zu schaffen. Thank you.
Gucken wir mal, ob das reicht. Du fährst ein klasse Rennen. Wir liegen wieder viel weiter vorn, als wir erwartet hatten. Hoho. Da kommt wohl einer gut mit der Strecke zurecht. An manchen Tagen klappt es auf der Strecke einfach nicht und solch ein Tag war das hier und heute für Jensen Button. Q2. Vielleicht sollte ich nur im Regen fahren. Thank you.
Yes. Fünf nehme ich. Ich weiß, wenn ich einen Reifenfehler mache.
drin. Nein. Was für eine herbe Enttäuschung für Daniel Ricciardo. Der Australier schafft es nicht in die Top 10. Er hatte felsenfest mit Q3 gerechnet. Aber ich denke, morgen im Rennen werden wir einen anderen. Werden wir den echten Daniel Ricciardo sehen. Fuck. Fuck. Oh Mann. Da war ich mir zu sicher. Da war ich mir zu sicher. Scheiße. Das ist voll gut. Oh, okay, wir sehen uns gleich wieder zum Rennen. Total verzockt.